Heute ist der 26.02.2014. Mein Name ist Lothar Lange und ich lebe in Dresden. Zweiter Teil zum Text Olympische Spiele in Sotschi, Russland 2014. Hier im Spezielleren betrachtet über den Blickwinkel der Gender-Debatte eine Judith Butler mit ihrem Gender-Trouble-Buch formuliert. Ein weiterer Grund, die Winterspiele in Sotschi, Russland 2014 umzulügen, ist wohl in der Gender-Mainstream-Debatte zu verorten, die dafür steht, dass es ja gar keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen gäbe. Diese wären lediglich ansozialisiert. Judith Butlers Gender-Trouble-Buch sei an dieser Stelle genannt. Wird mit der Mode die Individualisierung mittels des entsprechenden Konsumverhaltens suggeriert, wird von dieser Genderbewegung die tatsächliche Eigentlichkeit, zum Beispiel Mann oder Frau zu sein, was ja das Normative des Faktischen darstellt, verleugnet und der Aspekt, dass sich auch nach Kant die Individualität erst durch die sittliche Reifung des Menschen entwickle. Was nicht mit Kaufakten und Moden zu tun habe, erkannt, als Voraussetzung einer Individualität bestritten. Die konsumorientierten, modefixierten Verpackungsmenschen würde Theodor Adorno als pseudo-individuelle Menschen bezeichnen. Da passt es nicht in den Plan dieser Gender-Ideologen, dass wir auch bei den Winterspielen einmal mehr feststellen konnten, dass in über 90% aller sportlichen Wettbewerbe die Männer aufgrund halt nicht ihrer ansozialisierten Geschlechtlichkeit, sondern den Gesetzen der Genetik gehorchend, physiologisch bedingt, die Rennen gewinnen würden. Die Olympischen Spiele hiermit dazu beitragen, den Unterschied von Propaganda und Realität sichtbar zu machen und damit der Gleichmacherei der Gender-Fraktion widersprechen. Zur Homophobie-Propaganda des Deutschlandfunks bei den Winterspielen in Russland betrieben, möchte ich noch Folgendes sagen. Gott sei es gedankt, dass es heterosexuell lustige Menschen gibt, da wir sonst so manchen tollen Schwulen oder Lesben nicht genießen könnten. Das sage ich als bisexuell orientiertes Wesen. Es lebe der kleine Unterschied zwischen Männern und Männern und Frauen und Männern und Frauen und Frauen. An dieser Stelle sei Otto Weiningers Buch Geschlecht und Charakter von 1903 gedacht. Wie wir auch den Tag und die Nacht, den Sommer und den Winter genießen und das, was dazwischen existiert, was mich zunehmend stutzig macht, dass gerade bei der Reduzierung der sexuellen Orientiertheit in der Polarisierung homosexuell oder heterosexuell konstruiert wird, dass die bisexuelle Fraktion bei der öffentlichen Debatte unter den Tisch fällt. Da werden wohl viele Gleichgeschlechtliche und Heterosexuelle zu den Opfern ihrer eigenen Propaganda und das Faktum der Zwischenwerte ignoriert wird. Dass dann während der Sotschi-Spiele und dem aufkeimenden Bürgerkrieg in der Ukraine die innenpolitischen Spalten unserer Medien mit dem Kinderporno Edati, SPD-Vorgang, gefüllt sind, wir damit belästigt, gequält und terrorisiert werden, was ja erst einmal juristisch zu klären wäre. Ob es nun illegale oder legale Kinderpornofotos waren, die sich wohl Herr Edati in Kanada bestellt hatte.
Dieser Edati-Vorgang ist ein weiterer Indiz, wie die gleichgeschalteten Medien nicht nur mit den Winterspielen ihr politisches Süppchen kochen, sondern auch die Homo-Frage instrumentalisiert wird, um die neue Weltordnung durchzusetzen und mit diesen mediokren Fragestellungen die eigentlichen sozialen Konflikte auf der Erde verblendet werden, halt die massiv ungerechte Verteilung der Ressourcen auf der Erde zugunsten der weißen Herren Rassenbevölkerungsanteile auf der Erde zu Ungunsten der Menschen in Afrika, Asien, Lateinamerika. Halt die bürgerlichen Medien Brot und Spiele fürs Volk, wie er dem im alten Rom betreiben, als Mittel des Obskurantismus, der angestrebten systematischen Verblödung des Volkes durch die Eliten organisiert wird. Nachdem wir offensichtlicher die Erfahrungen mit den Medien machen, dass sie mittlerweile zum Lügen zu blöd geworden sind, es den Schreibtischtätern in Gefolgschaft geschichtsprozessualer Zwinglichkeiten dann nur noch der heiße Krieg verbleibt, um ihre Machtansprüche gegen die Slawen, Araber und Chinesen etc. doch noch durchzusetzen. Hierzu empfehle ich die Literatur von Rosa Luxemburgs Imperialismus-Theorie. Wenn die Kolonialmächte, die imperialistischen Mächte der NATO-Staaten mit vermeintlich friedlichen Mitteln andere Völker nicht mehr ausplündern können, greifen sie zu militärischen Mitteln, um ihre finanziellen Interessen durchzusetzen, und die meisten Staaten der weißen Herrenrasse sind ja pleite. Also kommt jetzt der heiße Krieg, wie er ja in Syrien, Irak, Afghanistan, Libyen und so weiter und so fort bereits tobt. Der nächste Schauplatz ist nun die Ukraine, die Krim.